Malaka. Malaka. Die Griechen. Halt, ich kann nicht gegen dich zocken, ne? Weil du auf der Xbox zockst, Mit ne? 3-3. Auf PC. Okay, noch schlimmer Hilfe. Was passiert da, Digga? Er macht 50 Cluster-Schlags. What the fuck? Was passiert hier gerade? Hat der andere oder was ist hier los? Bruder, ich hab noch nie was. Ich schwöre, der muss doch anhaben. Das Ding holt immer mich, das ist so Ich dumm. wollte gerade sagen, wir denken doch bestimmt gerade ähnlich, oder? Was Ja, ich schwöre, ich habe gerade einen Hacker, glaube ich, in der Lobby, der klaut die ganze Clusterschlag aus. rausgehen. Oder ich schwöre, ich zeige euch das auch gleich. Aber sag doch vorher rausgehen, weil dann 8 Uhr. Gino Berg, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Danke, dass du wieder am Start bist. Wenn du neu bist, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, ist kostenlos. Du unterstützt mich dabei. Das sind zwei Klicks, die du unmenschlich einfach mir widmen könntest. Ja. Erreicht eure Ziele im Jahr 2022. Habt Spaß in diesem Jahr. Lasst euch nicht runterkriegen. Macht das, was euch am meisten Spaß macht. Dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und ich würde sagen, wir gehen weiter rein mit der Meta namens Brenn. Für mich, die brennt zurzeit am besten einfach, kann man sagen, was man will. Auf Long Range, Mid Range, einfach gottlos diese Waffe. Ja, viel Spaß mit diesem Video und viel Spaß mit den Highlights. Oh mein Gott, oh Mann. Zoom ändern. Ich knall alle Gegner so weg, das ist unfassbar. Das ist so eine geile Laser-Affe, Digga. Weil hier Dings in dem Team, wo ich Trickshot-Leader bin. Wie heißt das? Ja. Halt. Z8. Halt. Einer, Digga. Deswegen, da muss ich noch die ganzen Clips rausnehmen. Mach ich gleich nach dem Spiel. Jobs noch eine Episode, oder was? Ja. Digga, es steht 4-4, Junge. Ich raste aus. Nico Schulz macht sogar ein Tor. Nein, ich bin so dumm. Ich werde ihn selten ausgucken, ohne Gnade. Ja, dann nicht, Digga. Er gab sich Mühe. Ich bin echt gespannt auf deinen Shot, wenn ich ihn irgendwann sehe. Auf Highrise oder also, wenn ich schon gestorben bin. Schreibst du Temper Shot oder Tor gemacht. Mann, Alter, ich krieg diesen vercrackten Neck nicht hin, ich bett lässt so sauer. Da ist auf jeden Fall, Bruder. Boah, so macht echt Müll, ne, Sachen. Also kann man nicht. Ach, Digga. Digga. Ja, wir nehmen uns. Direkt. Da oben ist einer. Oh mein Gott. Noch einer und dort. Hä? Ja, Mann, ich hab die. Ich hab beide geholt, let's go. Alles offen. Hab einen. Ganz stark. Wandermann. Let's go. Oh, Digga. Stark, Mann. Hey, du.
Okay, let's go. Also Freunde, das ist zurzeit wirklich die Metaklasse schlechthin. Also ich spiele die Brand genauso. Viele andere Comp-Player und was auch immer, gute Content-Creator spielen die Waffe auch so, meistens. Und ich würde sagen, ich stelle euch mal die Waffe vor. Mündung zocke ich den MX-Schalldämpfer, einfach wegen der Präzision. Ihr kennt die Brenn. Präzision, ganz wichtig. Lauf, zocken wir den letzten Lauf wegen der Rückschusskontrolle und der Präzision. Man ist dadurch ein bisschen langsamer durch diesen letzten Lauf, allerdings macht das keinen Unterschied, weil man ist trotzdem agil. Visier zocken wir das 18. von den 22 Visieren. Ihr könnt allerdings auch, wenn euch das 3 bis 6, 6-fach Zoom SVT 440 PU-Zielfernrohr nicht gefällt, dann könnt ihr auch gerne hier den Schieferreflektor spielen für ein bisschen Close Range. Ja. Das müsst ihr wissen, aber ich finde dieses Scope, da kann man halt auch reinzoomen auf ein bisschen größere Distanz. Und dann habt ihr es leichter, sind die Gegner halt größer am Scope, ne? Schaft zocke ich den Eichenschild gepolstert Schaft wegen der Zielstabilität und den Zuckenwiderstand. Bewegungstempo wieder ein bisschen runter, allerdings trotzdem noch agil, macht euch da keine Sorgen. Extra zocken wir fester Griff, Präzision und Rückschuss bei Dauerfeuer, ganz wichtig bei einem LMG. Ihr wollt ja die Leute ja weglasern, ist ja Dauerfeuer auf jeden Fall der Fall dann. Extra 2 vollgeladen, maximale Startmunition. Griff, zocken wir den Stoffgriff. Hier seht ihr Sprinten zum Feuern Tempo. Da haben wir wieder ein bisschen diese Agilität, ne? Ein bisschen schneller, zack, zack. Und damit ihr auch ein LMG ist ja so einfach, da kommt man viel langsamer ins Scope, weil es einfach ein LMG ist, ein bisschen ZV-Geschwindigkeit draufknallen. Das Griff ist extra für die Agilität jetzt da in dem Falle. Magazin zocken wir 40 Schuss Magazin. Schaden geht ein bisschen runter, klar. Aber da haben wir 40 Schuss und die Schussrate ist krasser, Rückschusskontrolle bleibt. Wie gesagt, die Waffe soll lasern, Schaden geht zwar ein bisschen runter, aber das geht tatsächlich überall. Man könnte das 50 Schuss Magazin spielen, da geht der Schaden tatsächlich sogar hoch, aber dann ist es kein richtiger Laser mehr. Wirklich, wenn ihr R1 durchdrückt, die Waffe bleibt die ganze Zeit auf dem gleichen Punkt, also 40 Schuss Magazin. Munition verlängert, könnte man auch Brandmunition spielen, auch widerlich. Da hier bei Munition muss jeder immer selber entscheiden, was er zockt. Das ist wirklich, da kann man keinem was vormachen oder sagen. Müsst ihr selber wissen. Unterlauf zocken wir den letzten wegen der Rückschusskontrolle und der Präzision. Und wirklich diese Waffe, wie ihr in den Highlights sehen werdet, Digga. Einfach nur Laser, 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 Laser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.